Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir einige Pokémon News am Start und die werden wir einfach mal durchgehen. So, wir gehen als allererstes mal hier zu dieser News. Und zwar haben wir neue Terra Raids, Freunde. Nimm es bald mit Wutpilz und Eisenhand auf. Fange editionsspezifische Paradox-Pokémon. Von Freitag, den 22. März um 0 UTC bis Sonntag, den 24. März um 23.59 UTC. Erscheint Wutpilz in Terra Raids in Pokémon Karmesin und Eisenhand in Terra Raids in Pokémon Purpur. Also meiner Meinung nach wäre es andersrum halt immer noch besser, aber hey, man kann sich ja online mit Personen verbinden, die die jeweils andere Edition haben und dann kann man als Karmesin-Spieler trotzdem hier an Eisenhand gelangen und als Purpur-Spieler hier an Wutpilz. Ein guter Spot, by the way, dafür ist übrigens mein Discord-Server. Dort gibt es jede Menge coole Mitglieder, mit denen ihr auf jeden Fall kämpfen könnt. Also, falls ihr noch jemanden braucht, der die andere Edition hat, gerne den Discord-Server abchecken, Freunde. Da diese Pokémon über viele verschiedene Terra-Typen verfügen können, solltest du dich gut vorbereiten, bevor du sie herausforderst. Versuche außerdem an Terra Raids von Spielern teilzunehmen, die über eine andere Spieledition verfügen als du. Dies kann dir dabei helfen, deine Sammlung an Paradox-Pokémon zu vervollständigen. Hier haben wir nochmal die Eventzeitpläne: Freitag, 22. März um 0 UTC bis Sonntag, den 24. März um 23.59 UTC. Außerdem sind das hier 5-Sterne-Raids, also an sich eigentlich nicht so schwer. Dann findet demnächst hier die Global Challenge 2024, die dritte, statt. Nimm am Online-Turnier Global Challenge 2024 3 Teil. Stelle dein Können gegen Trainer aus aller Welt auf die Probe und verdiene Championship Points. Das Online-Turnier Global Challenge 2024 3 findet bald in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur statt. Also ihr habt es ja schon gelesen, ihr könnt hier wieder Championship Points sammeln, also falls euch noch ein paar Championship Points fehlen sollten hier für die Worlds oder falls ihr jetzt nicht so oft hier auf die Turniere geht oder nicht so die Möglichkeiten habt, dann ist das hier auf jeden Fall eine gute Chance, um hier Punkte zu sammeln, aber natürlich auch für Leute, die hier vielleicht noch die letzten Punkte sammeln müssen, dann müssen sie nicht unbedingt hier nochmal Geld zahlen, um auf ein Turnier zu gehen oder nochmal extra dorthin zu fahren, weil das ist ja mit immensen Kosten verbunden. Also auf jeden Fall perfekt für die Leute, die eventuell nicht mehr so viele Punkte brauchen. Dann können sie am besten hier den Rest bei der Global Challenge abfarmen. Anmeldezeitraum ist der 21. März, also der Donnerstag, um 0 UTC bis zum Donnerstag, den 28. März um 23.59 UTC. Bedenkt auf jeden Fall, falls ihr daran teilnehmen wollt, diesen Anmeldezeitraum zu beachten, denn danach könnt ihr euch nicht mehr anmelden und am Turnier teilnehmen. Der Turnierzeitraum ist der Freitag, der 29. März um 0 UTC bis Sonntag, der 31. März um 23.59 UTC. Auch sehr wichtig, Kampfteams müssen während der Anmeldung registriert werden. Sobald das Turnier begonnen hat, ist die Anmeldung nicht mehr möglich. Also wie gerade eben schon gesagt, und überlegt euch auf jeden Fall, welche Pokémon ihr mitnehmen wollt. Denn wenn ihr einmal eure Pokémon registriert habt, dann sind diese auch registriert und ihr könnt diese nicht mehr ändern. Also schön überlegen, welche Pokémon ihr einsetzen möchtet. Dann kommen wir mal zu den Altersklassen, damit ihr auch wisst, zu welchem Alter ihr dazugehört. Also Junioren sind Menschen, die 2012 oder später geboren wurden. Senioren sind Menschen, die 2008 bis einschließlich 2011 geboren wurden. Und die Menschen der Meisterballklasse sind im Jahr 2007 oder früher geboren. So, ihr bekommt natürlich auch Teilnahmegeschenke, wenn ihr teilnehmt. Und zwar 100.000 Ligapunkte, einen Goldkronkorken und ein Fähigkeitenpflaster. Mindestvoraussetzung dafür ist, dass ihr an 3 Kämpfen teilgenommen habt, 3 Matches gewonnen oder verloren. Also insgesamt 3 Matches bestritten habt, um diese Teilnahmegeschenke zu erhalten. Und natürlich, wenn ihr richtig gut seid, bekommt ihr natürlich auch Championship Points. Das Turnier besteht natürlich nur aus Doppelkämpfen, weil die Championships sind auch nur im Doppelkampfformat, also auf jeden Fall auch beachten. Aber ich denke mal, falls ihr Punkte sammeln wollt, dann seid ihr damit sowieso schon vertraut. Und Freunde, wir haben auch wieder neue Geheimgeschenkcodes, insgesamt 2 Stück und noch ein weiterer, der demnächst verfügbar sein wird. Um Geheimgeschenke zu empfangen, geht ihr natürlich zum Poképortal, dann komplett runter zu Geheimgeschenk und dann zu per Seriencode Passwort empfangen. Und als allererstes geben wir folgenden Code ein. Und der erste Code lautet Yoasobi Biri Biri, anstatt hier einem O bei Yoasobi eine 0 und anstatt den Is bei Biri Biri eine 1. Achtet auf jeden Fall darauf, die Sachen richtig einzutippen. Ich muss es gerade auch nochmal neu eintippen, weil ich mich irgendwo vertippt hatte. Man kann ein wenig durcheinander kommen, aber dafür seht ihr den Code hier eingeblendet. Ich werde ihn auch nochmal in die Beschreibung schreiben, damit ihr ihn auf jeden Fall richtig eingebt. Und das Ganze hier ist ein Pamomamo. Und zwar ist das hier Yoasobis Pamomamo, das im Musikvideo zum Lied Bidi Bidi einen besonderen Auftritt mit Nemila hatte. Passenderweise natürlich hier zum Codenamen. Und das Ganze werden wir jetzt hier suchen. Es wird nach Geschenken gesucht. Ein Pamomamo von Yoasobi. Ich hoffe, by the way, dass ich das Ganze richtig ausgesprochen habe. Yoasobi und der Song Bidi Bidi. Ich hoffe mal, das passt soweit.
Aber wir empfangen jetzt hier einfach mal unser Pamomamo, Freunde. Yeah. Wir haben ein Pamomamo von Yoasobi. Überprüfe dein Pokémon-Team, du hältst ein Pamomamo. Das Ganze könnt ihr euch bis zum 28. Februar 2025 abholen, also ihr habt hier noch ein wenig Zeit dafür. Dann könnt ihr euch als nächstes noch das Felori von Lycos Pokémon Horizonte abholen, und zwar mit folgendem Code: LycoWith906. Also LycoWith anstatt I eine 1, und natürlich bedeutet das hier Lyco mit 906, weil Felori das 906. Pokémon ist. Ist natürlich selbsterklärend, das hier ist das Felori von Lycos Pokémon Horizonte, und das Ganze könnt ihr euch bis zum 30. September 2024 abholen. So, wir suchen einfach mal und dann schauen wir uns mal gleich das Geheimgeschenk an. Es wird nach Geschenken gesucht. Ein Felori von Lyco. So, das empfangen wir einfach mal ganz schnell. Und da haben wir es, Freunde. Das Felori von Lyco mit dem Partnerband müsste es sein, also Partnerribbon. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie das im Deutschen heißt. So, wir gehen mal hier zu unseren Pokémon und schauen uns einfach mal hier die Pokémon an. Also Pamomamo hier im Jubelball, Level 20, Originaltrainer Yoasobi. Und hier haben wir die Attacken Zweifachladung, Ladungsstoß, Ruckzuckhieb und Wangenrubbler. Und hier haben wir ebenfalls ein Band, und zwar das klassische Band. Zugehöriger Titel Pokémon-Fan Pamomamo, Herkunft netter Ort. Also eigentlich so relativ Standard. Dann haben wir noch das Felori von Lyco auf Level 5. Originaltrainer ist auch Lyco. Die ganz normalen Attacken hier. Und wir haben jetzt hier auch als Band hier das klassische Band und das Partnerband. Zugehöriger Titel Felori von Lyco, Herkunft Pokémon Zeichentrickserie. Also hier haben wir nochmal zwei neue Pokémon, die ihr euch per Geheimgeschenk abholen könnt. Ihr habt, wie schon gesagt, ein wenig Zeit dafür. Die ganzen Zeiträume schreibe ich euch auch nochmal mit in die Beschreibung. So, Freunde, dann könnt ihr euch auch noch hier vom 5. bis zum 7. April 2024 ein Eisenhand abholen. Und zwar handelt es sich dabei um Marco Silvers Eisenhand. Und zwar handelt es sich um das Eisenhand, was Marco Silva bei seinem Sieg 2023 beim Lateinamerikanischen Internationalen Championship eingesetzt hat. Code wird noch folgen, aber an sich hier schon mal die Ankündigung. Wenn es soweit sein sollte, werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal darüber informieren. Es wird hier die Attacken Ableitieb, Voltwechsel, Stromstoß und Mogelieb haben. Eine Offensivweste wird es tragen und Level 50 und im Jubelball wird es schon mal sein. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber wie schon gesagt, wenn das Ganze soweit sein sollte, wird es dazu auch noch eine Info geben. Dann könnte es tatsächlich sehr interessant werden, denn wir haben jetzt hier neue Infos von unserem geliebten Ilka-Team. Die Pokémon Company hat eine neue Tochtergesellschaft namens Pokémon Works registriert und befindet sich im selben Gebäude wie Ilka. Wir haben keine Ahnung, worum es geht, aber wir können spekulieren, dass The Pokémon Company und Ilka ein Supportstudio eingerichtet haben, um Game Freak bei der Entwicklung neuer Spiele in der Zukunft zu unterstützen. Wenn unsere Vermutungen zutreffen, bedeutet das, dass wir mehr Personal für die Spiele der Hauptserie bekommen. Dies bedeutet auch eine strengere Kontrolle durch The Pokémon Company über das eingegrabene Personal von Ilka. Dann können zukünftige kleinere Spiele vollständig von Pokémon Works entwickelt werden, so dass Game Freak mehr Zeit für die größeren Spiele hat. Ich weiß, bei den meisten von euch werden jetzt hier die Alarmglocken Leuten, oh mein Gott, Ilka, nein, strahlender Diamant, leuchtende Perle, Desaster und so weiter. Aber an sich ist das hier eine Sache, die relativ gut sogar ist, denn wie hier beschrieben ist, wenn Game Freak hier ein wenig Support bekommt, hier durch Pokémon Works und durch Ilka und weiter, dann haben sie halt mehr Zeit, sich hier auf die größeren Spiele zu fokussieren und können die Arbeit hier an die kleineren Studios abgeben. Ja, strahlender Diamant, leuchtende Perle, Ilka, Desaster, ich weiß, was ihr denkt, aber man muss bedenken, dass Ilka nicht allein daran schuld war. Ilka hat einfach nur Anweisungen befolgt, wie die Spiele auszusehen haben. Und deswegen war strahlender Diamant, leuchtende Perle auch so, wie wir es bekommen haben. Hier haben wir jetzt auch nochmal die Information, dass die Domain PokemonWorks.Japan diesen Monat von The Pokémon Company registriert wurde. Daher dürfen wir bald eine Ankündigung erhalten. Dann haben wir hier nochmal eine Liste von den Directors von Pokémon Works bekommen. Und zwar haben wir hier Takuya Iwasaki, der repräsentative Direktor von Ilka. Takanori Sova, der Direktor der Pokémon Company. Dann haben wir noch Masao Iuchi, der Vorgesetzte der lokalen Tochtergesellschaft von Pokémon Shanghai. Dann Hirohisa Iliyama, was noch unbekannt ist, welche Aufgabe er erfüllt. Und Satoshi Takamori, der Direktor von Ilka. Dann ist das Hauptgeschäft von Pokémon Works die Auftraggebung von Spielen rund um Pokémon. Und dies bestätigt, dass es sich quasi um so eine Kooperation zwischen Ilka und Pokémon Company handelt. Hier mit Pokémon Works, dass einfach die kleineren Spiele, sage ich mal, in Auftrag gegeben werden. Und dass The Pokémon Company bzw. Game Freak einfach mehr Zeit für die größeren
besseren Hauptspieler hat und eventuell bekommen wir dort auch richtige Banger in Zukunft und nicht so gefühlt halb fertig gestellte Spiele. Das wären an sich hier die ganzen Informationen, die wir heute haben. Also ich weiß, ein paar Sachen waren jetzt schon ein wenig veraltet um ein paar Tagen, aber ich konnte die letzten Tage jetzt leider nicht so viele Videos machen. Wird sich jetzt die nächsten Tage wieder ändern. Ihr werdet deutlich mehr Videos bekommen auf dem Kanal. Darüber könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ja, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!